Hallo und herzlich willkommen zurück bei Diablo 3 mit dem Chaos Faction, a.k.a. Niklas. Und wir stehen hier vor der Gießerei. Und wie es aussieht, gibt es ja wieder mehrere Ebenen und wir gehen mal direkt rein. Und Servus. Servus, genau. Es gibt immer so viel zu sagen am Anfang eines Parts, was man jetzt vorhat. Ja, natürlich, natürlich. Komm her. Ich bin ja auch kein Fan von, weil es gibt auch Leute, die Let's Plays machen, die einfach irgendwie, keine Ahnung, jetzt 4 Stunden aufnehmen und dann irgendwelche Cuts machen irgendwann einmal und gar nicht mal sagen, was sie machen. Ja, das ist nicht und so toll. Bin ich kein Fan von. Ich natürlich immer ganz gerne manchmal, dass man weiß, was man macht und dass die Leute auch wissen, was einen erwartet. Und wir sind schon 2 Truhen. Hier ist eine Truhe. Ja, aber die normalen haben ja nichts. Ja, ich habe das Blaues mal ganz kurz, dank dem Niklas habe ich jetzt hier ein cooles Katana. Schaut mal, und das haut ordentlich rein. Und ich habe jetzt sehr viel Leben und ich mache verdammt viel Damage. Also 314 Schaden mache ich jetzt. Und halte auch eigentlich sehr viel aus, glaube ich, mittlerweile. Also, das ist schon 1000 Leben mehr als ich und so soll das auch eigentlich sein. So soll das sein, ja. Und nicht nur das, ich hau auch richtig rein. Oh, wir haben neues Wissen, Leute. Hören wir mal rein kurz. Ich habe einmal einen Betrunkenen getroffen, der behauptete, sich mit einer Succubus angelegt zu haben. Eine dämonischen Kreatur, die Form und Gesicht einer schönen Frau annimmt. Er sagte, sie habe ihn verflucht und seinem Freund das Herz aus dem Leib gerissen, bevor er mit Mühe und Not entkommen war. Also, Männer heutzutage neigen zu fein. Oh, die Succubus. Die jungen Männer heutzutage. Die soll es ja angeblich wirklich geben. Angeblich. Angeblich könnte Osama Bin Laden auch noch leben. Stimmt, könnte, eventuell. Ne, aber die Succubus sind schon geil, ja. Die verführen dich, sind extrem schön und dann bist du mit denen im Bett und dann reißen sie dir den Schwanz ab. Ja. Naja, nicht nur den Schwanz, ich glaube, dann den Kopf. Das Herz reißen sie, glaube ich, auch raus. Ja. Ja, gut, das machen normale Frauen auch, also nicht viel Unterschied. Okay, die Katana ist schon sehr nice, Mann. Sieht ja ziemlich cool aus, um ehrlich zu sein, also. Ja. Jetzt soll ich alles zerstören, gibt mir ein bisschen Bonuserfahrung. Guck mal, ist hier oben irgendwas? Hier oben geht's weiter, wenn du. Oh, da komm ich. Geht's doch nicht. Okay. Oh, die mit der Zunge hier wieder, ey. Die finde ich ja ganz kacke, ey. Aber am beschissensten sind die kleinen Fetten, die explodieren. Also die sind echt. Ja, die sind echt hart. Oh, jetzt hier könnt ihr den Blizzard spüren. Ist irgendein Scheiß hier aufgehoben? Das geht ganz gut, geht ganz gut. Aber jetzt sieht hier alles so ein bisschen ähnlich aus. Oh, oh, oh. Das kann leider gerade keiner von uns gebrauchen, aber ich hätte jetzt was gefunden mit 2 Sockeln. Oh, nice. Da kannst du 2 Teile reinklatschen, also das ist natürlich auch richtig geil. Das ist leider nur mit Geschicklichkeit und Geschicklichkeit braucht leider gar keiner von uns. Nee, nicht wirklich. Geschicklichkeit ist was für einen Dämonenjäger auf den Mönch, glaube ich, gell? Ja. Ja, leider haben wir da nichts von. Boah, da fliegt man noch so ein Ding hinterher. Was soll das denn hier? Fliegt so eine Kugel da. Da wollte ich penetrieren, Mann. Ich glaube, wir sind die sogar schon fertig, ne? Ja, oben können wir noch. Ja, oben rechts können wir noch weiter. Ja, wir gehen mittlerweile so schön durch hier, durch den ganzen Dungeons. So gehört sich das aber auch. Ich meine, wir sind jetzt schon Level 27. Ist schon einiges, sag ich mal. Oh, da ist ein Dicker. Ui. Da hau ich mal den Blizzard rein, dann sterben die da schon schön. Muss aber auch sagen, es macht verdammt viel Spaß. Man hat jetzt zwar jetzt im Vergleich zu WoW oder sonstigen Spielen eigentlich nicht viele Skills, aber dafür macht es dennoch extrem viel Spaß. Ja, weil man die Skills halt so noch variieren lassen kann. Eben, man kann so seine eigene Spielweise sich irgendwie aussuchen. Ja, durch die Runen, die man noch freischaltet und so, also es macht wirklich extrem viel Spaß. Bei Gildus hat man ja jetzt auch nicht so viel Skills, aber gut, da kann man auch beim Waffen wechselt auch andere Skills wieder bekommen. Da hat man zwar auch nicht so viele Skills, aber dennoch. Aber da hat man auch noch Unterwasser-Skills und so, also da geht's ja, dann auch noch weiter, ist wieder ein toter. Aber jetzt halt im Vergleich zu WoW oder Ion und so Zeug ist das halt doch ein bisschen weniger, aber das ist wurscht, das macht dennoch verdammt Fun. Gut, hier haben wir alles aufgedeckt, dann gehen wir direkt Ebene 2 mal. Ebene 2, genau. Sieht genauso aus wie Ebene 1, aber das macht ja nichts. Ja, macht nichts. Hauptsache, die sind ja zum Metzeln leer. Macht ja nichts. Wenn sie mal kommen würden. Ja, irgendwie haben die, glaube ich, gerade alle Schiss oder so. Oder höre ich schon wieder was? Da höre ich was. Da. Oh, oh, ja. Oh, 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 da bin ich fast tot, ey. Da muss man Josh schon gut aufpassen, wenn es so viele sind nachher. Boah, ich bin da. Oh, wieder mal so ein
sägen. Wieder Leichtfüßigkeit, das ist ganz schön. Ja, kann man hier schön durchrushen. Kann man, genau, kann man immer schön durchrushen hier, bis Gegner kommen. Oh, da haben wir wieder welche. Das heißt, es ist ein bisschen unlogisch, dass mein Eishagel da von oben kommt, aber naja. Ja, woher soll er sonst kommen? Ja gut, aber er kommt ja durch die Decke. Den hast du unter der Decke gespawnt. Genau, ich hab eine Wolke so unter der Decke platziert. Das sehen wir jetzt nur nicht. Oh. Nice. Aus den Augenwinkeln die Dunkelheit erkennen, Nephalem. Siehst du Bewegungen? Diese nee, ich bin nicht heil. Sagen ihrem Tod nicht kommen. Und dir wird es genauso ergehen. Oh, jetzt kommt bestimmt ein Goldi. Ich habe meine Zukunft gesehen. Und nee. Heute werde ich nicht sterben. Doch, jetzt kommen welche. Oh ja, oh ja. Neues Wissen wieder. Aber erstmal trotzdem mal die weg, ja? Erstmal brauchen wir ganz schön viele, ja? Aber sind halt diese schlechten Geister, wie gesagt, wo wir vermutet haben, die können anscheinend wirklich nichts. Nee, die können auch gar nichts. Deswegen werden die auch immer in so Horden gespawnt. So, dann kommen wir jetzt rein. Neues Wissen. Über das Schattenungeziefer diskutiert. Manche Gelehrte glauben, dass diese gespensterähnlichen Schrecken aus konzentrierter dämonischer Energie bestehen. Andere wiederum sind der Meinung, dass sie menschliche Seelen sind, die von Diablo korrumpiert wurden. Sie gleiten genauso mühelos durch die Dunkelheit wie ein Fisch durchs Wasser. Bereit, ein unvorsichtiges Opfer zu finden und es zu ersticken. Ah, solche sind es also. Ah, ja. Die kommen nicht dazu, uns zu ersticken, die Blöden. Nee, die sind viel zu schwach. Nee. Oh, die ragen hier direkt ab, ey. Die komischen Bullen oder was das hier sind. Ja, ich freue mich ehrlich gesagt wirklich auf Albtraum, weil dann müssen wir auch bei solchen Gegnern aufpassen. Also bei der nächsten Stufe halt. Ja, wobei in der nächsten Stufe, da sind wir natürlich dann auch ziemlich hoch gelevelt. Also es gibt immer so, wenn du jetzt, sag ich mal, ein bisschen unterlevelt bist, dann musst du aufpassen. Aber wenn du gut mitlevelst, dann musst du halt natürlich irgendwie nie aufpassen. Dann ist gut. Ja, aber gut, dann gibt es wenigstens halt immer so, dass man halt wenigstens ein bisschen vielleicht aufpassen muss. Ja, genau, hoffentlich. Ja. Na, komm her, du. Der Dicke da. Ich muss auch sagen, meine Klasse, die ich gewählt habe, ist einfach perfekt. Passt einfach super zu mir. Reinhüpfen, draufhauen. Ja, ich habe in jedem Spiel immer den Barbaren oder halt eben solche Dinge, die viel Damage machen. Oh, jetzt geht es in die Party, komm. Na, nee, jetzt hast du mir den ganzen Spaß versaut, Mann. Ich wollte gerade so schön durchmetzeln mit dem Wirbelwind. Da hing ja eine Ecke fest. Stell dir mal vor, wir würden hier zur 5 durchrushen. Oh ja. Wobei, dann gibt es auch wesentlich mehr Gegner und die sind stärker. Hier ist schon das Ende vom Dungeon. Jo, dann sind wir schon fertig. Sind wir, glaube ich, auch fertig, ne? Ja. Können wir direkt rausgehen. Wir haben nichts übrig gelassen, alle Wege haben uns angeschaut, also direkt raus hier. Dann können wir jetzt wieder weitermachen mit der Hauptquest. Genau, wenn hier nicht in dem kleinen, dunklen Gebiet noch ein Dungeon sein sollte, was ich aber nicht glaube. Nee. Haben wir leider Pech und diese 50% Dungeon ist dann nicht hier gespawnt, aber hätte ja sein können. Hätte sein können, ja. Und wann hat man da die Chance, dass sie wieder spawnt, wenn man komplett ausloggt oder wenn man nur die Map verlässt? Wenn du jetzt nochmal dieselbe Quest nochmal startest. Ah, okay. Kannst dich quasi ausloggen, suchst dann im Auswahlmenü das Kapitel hier aus mit der Quest und dann gehst du nochmal hin und dann kann dir sein. Alles klar. Ich jump da runter. Ja, ich muss leider immer runtergehen. Du bist halt auch eine Dame. Ja, eine Dame mit ganz schön viel Kraft. Gehen wir hier lieber hoch. Ganz viel Kraft zwischen den Beinen. Oh ja, ich habe ganz, ganz, ganz kräftig trainierte Beinmuskeln. Weißt du eigentlich, dass Frauen locker einen männlichen Penis brechen können, wenn sie wollen? Der ist jetzt ja auch nicht so hart, ne? Ne. Gibt es solche trainierte Frauen, ja? Was ist Becken trainieren? Die könnten dir das locker machen, das. Oha. Wenn sie böse sind. Also, die würde ich ja nicht gerne als Frau haben. Ja, dann musst du aufpassen, du. Die brechen dir dein Ding ganz schnell. Oh, wobei, hier haben wir jetzt auch gerade eine Höhle, die sieht ziemlich so aus wie die Höhle. Ja, ich bin hier ganz voller Metzeln drin, ne? Die diese 50%ige Spawnrate hat. Wobei ich glaube, die kommt meine Barbane von denen. Oh, da gehen wir gleich rein. Ja, ich weiß den Namen nicht mehr ganz, aber könnte sein, dass es die ist.
suchen. Also wenn wir jetzt noch eine finden, die noch mit, wenn wir jetzt noch eine finden, die so mit Eis ist, so eine Höhle, dann so ein Dungeon, dann ist auf jeden Fall eine von den beiden die 50%. Okay. Dann ist es zu spät. Oh, oh, oh. Ich habe keine Verwendung. Auch eine bekannte Stimme aus dem Film. Ja? Ja. Also ist mir gerade wieder eingefallen. Ich weiß aber nicht aus welchem Film, aber ich kenne die Stimme auf alle Fälle. Es gibt generell hier in dem Spiel sehr viele Stimmen, die man schon mal gehört hat, aus irgendwelchen Filmen. Ja. Also mich nicht wundern, wenn gleich auch immer noch die Stimme von Indiana Jones kommt oder so. Ja, mein Traum wäre es ja mal selber so eine Stimme zu sein aus einem Spiel. Oh ja, das wäre ja... Dafür muss ich nach Köln. Ist ja so ein bisschen so ein Ziel, was ich irgendwie verfolge. Aber noch nicht angefangen habe. Oh, ein Goldi. Yes! Komm her, Goldi! Goldi, kriegst du auf die... Oh! Jetzt bin ich gleich weggebotzt hier. Jetzt bin ich das Ding hier hat mich rangezogen. Jetzt bin ich direkt eingeschüchtert, hey. Level up, sehr schön. Oh, sehr schön. Gützet. Gützet. Oh, die Typen sind eklig. Die hauen mit ihrem Arm in den Boden und dann kommt ihr Arm, den sie in den Boden hauen, an deiner Stelle raus. Oh, die sind halt die besonderen Fiester. Oh ja. Die fortgeschrittenen Fiester. Ich mache schon mal die Balliste kaputt, dann haben wir schon mal eine weg. Oh, so magisches Gemetzel. Kommt alle zu mir. Kommt alle zu mir. Der war jetzt echt Gemetzel. Oh, du bist schon ganz viel. Du bist schon ganz anders. Woanders als ich, aber bei mir ist genauso viel Gemetzel bestimmt wie bei dir. Sehr schön. Also hier draußen geht's. Ich mache gerade alles mit dir bestimmt platt. Ich draußen geht mehr. Sowas von ab gerade. Guck mal, was ich hier gerade alles weggemetzelt habe. Ich habe da gerade so eins von unseren Aufgaben da, so ein Ballistending zerstört. Sehr schön. Ich hab hinten noch Loot liegen lassen. Ja, hier kommt schon das nächste von den Teilen, die wir kaputt machen müssen. Erstmal gucken, was man jetzt gerade alles gekriegt hat hier. Ist das ultra viel. Ich habe mir einen gesockelten Ring bekommen. Muss ich mir anschauen, wie gut ist. Da haben wir wieder ein Ausrufezeichen oben. Holen wir uns den erstmal. Mhm. Batz, da kommen aber einige. So, würde ich sagen, machen wir erstmal hier unten die Balliste kaputt, die ja markiert ist. Jo. Und weil wir auch gerade davor über Synchronsprecher gesprochen haben, gell? Ja. Ich war ja, meine halbe Familie ist ja irgendwie in Italien unten, oder? Und da war ich mal auf Urlaub und da war ich mal so eine Woche unten und wenn halt ab und zu mal so Fahrt ist, guckt man halt so ein bisschen Fernsehen. Und es gibt ja auch Filme, die in Italienisch übersetzt werden. Und alle italienischen Sprecher sind scheiße. Naja. Na wirklich, es gibt keinen einzigen, der wirklich irgendwie eine gute Stimme hat als Italiener. Also die Synchronsprecher. Ist mir aufgefallen. Also es gibt wirklich generell auch Sprachen, schlecht. Die hören sich vielleicht auch einfach nicht gut an. Eben, so wie Französisch auch. Französisch gibt es auch keine guten Synchronsprecher irgendwie. Ja, kann ich mir auch gut vorstellen. Oder was ich ziemlich komisch fand, ich habe letztens mal, was habe ich gehört? Ich glaube, war das Russisch? Das sind auch scheiße. Also, Russisch fand ich auch scheiße, weil da kommt überhaupt keine Emotion rüber. Nee, eben, überhaupt nicht. Also, ich kann irgendwie nur Deutsch oder Englisch irgendwie schauen. Ja. Obwohl Deutsch ja auch oft in manchen Spielen ziemlich scheiße ist. Was hier in Diablo nicht der Fall ist, zum Glück. Ja, zum Glück. Aber Englisch ist einfach das Beste. Englisch ist immer wirklich richtig geil. Und haben wir eben alle weggerotzt hier. Ih, der hat mich gefistet. Ich nicht schön. Ah, guck mal, hier haben wir so ein. Eine Trebuchet-Steuerung. Die werden wir erstmal jetzt zerlegen. Nice, guck mal, noch die ganze Lava hier. Das sieht ja auch so ein bisschen Herr der Dinge-mäßig aus. Kannst am Ende, wo du den Ring reinschmeißt. Ja, generell. Alles sieht hier so ein bisschen, finde ich, aus wie Herr der Ringe. Keine Ahnung, also erinnert mich echt extrem daran. Auch diese Belagerungsszenen da am Anfang und so. Oh ja. Wo sind wir denn überhaupt am Weg? Okay. Der Hauptsache ging dein Metzeln halt schon. Hauptsache wir metzeln alles hinter. Dann nachher. Wow, jetzt kommen gerade ein paar viele Oh mein Gott. Wo kommen denn die jetzt da schon wieder her? Keine Ahnung, Mann, aus der Hölle? Ja, glaube ich auch, ey. Da kommen so viele. Und da schon wieder Vögel hier. Hier ist das nächste, was wir kaputt machen müssen. Ja, und rechts auch noch eins. Oh, hier gibt's echt Schlacht. Oh ja. Oh ja, aber so macht's Fun, Mann. So macht's Fun.
guck mal hier noch so ein bisschen nach links, ob da vielleicht noch irgendwas ist. Ah, eine Dungeon. Da waren wir doch drin. Waren wir in den Eisschlaghöhlen? Ne, da waren wir noch nicht drin. Und da bin ich mir halt nicht sicher, ob das die ist, die selten kommt oder nicht. Deswegen, von mir aus können wir erstmal den Rest der Karte erkunden und dann am Ende in die Dungeon reingehen. Ja, weil wenn wir, wie gesagt, noch eine Eisdungeon finden, haben wir halt sicher diese seltene dabei. Stimmt. So, ich muss ganz kurz mein Headset anschließen. Hier, es piepst schon, dass ich dann bald nichts mehr höre. So, das wäre wirklich doof. Ganz kurz. So, bin ich schon gespannt, wann mal das Headset einen Geist aufgibt. So oft wie es in der Benutzung ist. Irgendwann muss ja der Akku kaputt gehen. Das stimmt. Ich guck gerade, jetzt haben wir eh auch nur noch hier so in der Mitte da was zum Erkunden. Und halt noch rechts außen. Hier können wir erstmal hier rechts außen noch den Rest der Map so finden. Ach, hier ist außerdem auch das Ding, das wir kaputt machen müssen. Dann haust du da rein. Da hau ich da erstmal ein bisschen drauf. Das ist jetzt gleich direkt kaputt. Jawohl, so. Geschafft. Kommt er wieder. Das werden wir nur sehen, mein Freund. Oh, hier sind Goldene. Oh. Ich habe eure Belagerungswaffen auf dem Schlachtfeld zertrümmert. Und nun komme ich zu euch. Ich habe wieder einen coolen Ring bekommen für Leben. Dann muss man ganz kurz anschauen, ob ich den vielleicht nehmen soll. Ja, ich gucke auch mal gerade, was ich jetzt gekriegt habe hier. Ich habe so. Ich könnte dann eigentlich auch so ein Ding da rein machen für Stärke. Aber 385 Leben ist halt schon viel, ja? Also wenn du jetzt ein bisschen Leben hast, kann ich ruhig auf 180 Leben verzichten, oder? Ja, doch. Aber da bin ich mir nicht sicher. Nee, ich bin mir nicht sicher, weil ich habe so eine krasse Hose, wo ich Intelligenz reingemacht habe. Aber jetzt bin ich so schwach. Nee, ich möchte nicht mehr stark bleiben. Nee, ich will stark sein. Guck mal, welchen Ring. Mach ich den Ring hier weg und pack den da rein. Ich habe mich gerade mit 34 Intelligenz gekriegt, also... Okay, dann... Der haut schon gut rein. Also unter 300 Schaden möchte ich nicht sein, ehrlich gesagt. Ne, unter 300 fände ich jetzt auch nicht so super. Ne. Deswegen werde ich das jetzt nicht wechseln. Scheiß drauf, gleich bleib so. Gut, dann haben wir hier noch oben zum Entdecken noch was. Ja, hier generell am Rand müssen wir halt gucken. Oh, das sind hier so Minen und der Arsch zieht dich halt immer in die Mitte rein und will halt, dass du in die Minen gezogen wirst. Das macht er gut. Wenn du so und vorbeigehst, gehen die halt immer hoch. Ich glaube, ich hab Schott drin. Ja, ich hab Schott so. Drin. Oh. Ich glaube, hier geht's nämlich, ja, hier geht's weiter. Dann gehen wir erst nochmal runter. Guck mal, hier haben wir noch ein bisschen zu entdecken hier um das Ding. Ich gehe rechts hin. Oder links. Ja. Und dann könnte nämlich noch sein, also ich habe noch vor der Dungeon, da unten habe ich noch ein bisschen schwarz. Zum Glück haben wir da noch eine Dungeon drin. Ansonsten ist das, glaube ich, nicht die besondere, weil ich glaube, eine ist immer da. Sonst hätte man, glaube ich, zwei. Deswegen sieht nämlich nicht so aus, als ob wir die andere dann haben. Dann haben wir halt nur die hier, aber immerhin. Immerhin eine. Immerhin eine. Ja, dann haben wir direkt rein hier. Wieder zwei, drei Ebenen, wie es aussieht. Jawohl. Die Eisschlaghöhle. Oh, das sieht aber auch geil aus hier. Oh, da kommt direkt hier, was ist das denn? Ein Goliath. Oh, grüß dich. Kein neues Wissen. Okay, dann halt nicht. Oder nicht, direkt... die Fette ist wieder, Mann, die habe ich vermisst. Oh, die Besessenen. Ah, die explodieren ja. Oh ja, und zwar diesmal so in Eis. Nice. Jetzt habe ich gerade Schrott aufgehoben, ja? Nee, Schrott braucht keiner. Wir sind doch keine Messis hier. Ja, das stimmt. Oh, da habe ich mal eine Reportage drüber gesehen. Raus so aus dem Messi-Kraus. Kann sein, ja. Irgendwie ist das sowas, weil das war so herrlich. Da war so ein Typ, der hatte bei sich in der Küche in so einem Glas so einen verschimmelten Apfel liegen. Der lag irgendwie auf der Fensterbank oder so. Dann haben die den gefragt, ja, warum packen sie das denn nicht weg? Und dann meinte der wirklich, ja, weil das so ein schönes Bild ergibt. Okay. Ja, vielleicht war da auch ein besonderer Kunstliebhaber. Ja, aber was soll denn daran schön sein, so ein verschimmelter Apfel in so einem Glas, also... Doch, das sind halt dann die Messis da. Wahrscheinlich findet er halt Ästhetik ein bisschen anders als wir. Ja, glaube ich, oh, ey. Also das fand ich total widerlich und der hatte da überall so einen Scheiß rumliegen. Der hat bestimmt auch eine vollgeschissene Windel da liegen lassen, weil es so schön aussieht oder so. Ja, vielleicht war es ein besonders schönes Muster.
Ja, das kann ich auch sagen. Eine besonders schöne Farbe. Genau, eine schöne Farbe, eine gute Konsistenz und so. Oh, die dicken hier wieder. Ah, die ist der Verzeihung schön. Da kommen aber vor allem auch Fliegen jetzt raus, diese Kackviecher. Aber es gab immer so Leute, die das gemacht haben, die halt absichtlich Obst und so verfaulen haben lassen, dass sie dann per Zeitwaffe abgefilmt haben, aber halt Wissenschaft. Für die Wissenschaft ja, halt eben, um zu gucken, wie sieht das. Das sieht aber auch richtig geil aus. Das ja. sieht richtig geil aus, wenn ihr. Oder auch wie Gras wächst. Ja, sowas anzusehen ist schon cool, aber sowas in der Wohnung zu haben und behalten, naja. Ne. Boah, die haben ja. Boah, der hat reingehauen. Boah, hat der reingehauen jetzt. Oh ja. In Kombination mit dem Explodierenden gerade. Das war eine heftige Kombi, ja. Wo man sagen muss, die Leute, die haben dann ja immerhin einen guten Grund dafür. Komm, jetzt sind wir eine Runde gelaufen, können wir oben noch weitergehen. Ja. Da können wir auch nur noch weiter. Die Leute haben dann wenigstens einen guten Grund dafür, das verschimmelte Zeug da bei sich zu haben, eben. Weil sie halt sowas aufnehmen. Aber die Messis, die lassen ja wirklich alles da einfach bei sich liegen, ey. Und vor allem, was ich auch ein bisschen blöd finde, weil die werden ja geholfen. Die bekommen ja erstens wird der ganze Müll weggeschmissen und dann bekommen die auch noch eine komplett neue Einrichtung. Und das zahlen die alles, wird halt im Fernsehen gezeigt. Und ich bin mir aber so ziemlich sicher, dass das nach einem Monat wieder so aussieht wie davor. Ja, kann ich mir auch gut vorstellen. Weil es ist eine Krankheit. Das ist ja eine Krankheit. Und die bekommen halt da jetzt neue Möbel und alles aufgeräumt und nach einem Monat schaut es wieder genauso aus. Weil ich bin mir sicher, dass die. Weil die sind einfach so. Das ist einfach ein Charakterzug, was man einfach hat. Das hat man einfach. Ja. Das ist also ich könnte das gar nicht. Ich finde das total eklig. Da muss man geheilt werden, nicht einfach nur alles aufgeräumt und eine neue Einrichtung und so, das bringt sich gar nichts. Ja, das stimmt. Also ich finde das aber wirklich total ekelhaft, also ich kann sowas gar nicht ab. Nee. Generell Schmutz und so finde ich, nee, mag ich nicht. Staub ist dann wieder eine andere Sache, bei Staub, das finde ich jetzt nicht so schlimm, wenn Sachen staubig sind, aber wirklich so richtiger Dreck oder so, wenn jemand mit dreckigen Schuhen über den Teppich läuft und so und dann, nee, das mag ich gar nicht. Nee. So, Ebene 2 jetzt, wo wir hier unsere Sauberkeitssachen haben. Komm, erstmal direkt ein goldener Fetti. Oh, ich muss hier raus. Oh. Boah, wenn ich jetzt nicht raus wäre, wäre ich wahrscheinlich gestorben. Boah, die scheiß Fliegen, die hauen viel mehr rein als die Fettis. Weiß, was ich da hinten schon wieder Schönes sehe. Eine prächtige Truhe, Mann. Oh Mann, komm. Komm, was Goldenes, was Legendäres, komm jetzt, was Legendäres, komm. 3, 2, 1. Legendär! Nee, blau. Ich nicht, nur blau. Schade. Vielleicht hilft's ja, wenn man so gut gestimmt ist. Da kommt nur Scheiße, aber. Boah, der Sack, der wollte gerade richtig rumragen hier. Das heißt, wenn hier schon was Legendäres ist, dann ist hier nicht mehr viel, würde ich sagen. Also, nee, wenn eine prächtige Truhe meine ich ist. Dann kann sie hier nicht mehr so viel geben. Ja, das stimmt. Ich glaube, die prächtige Truhe ist auch immer so das Abschließende. Ja. Wir müssen jetzt nur noch diesen Stein finden, der uns halt rausportet. Ja, dann habe ich das Gefühl, der ist gleich da irgendwo. Ah, der kommt jetzt gleich nämlich irgendwie. Weil über ein Silber- oder über ein Goldpaket hier würde ich mich auch nicht beschweren. Nein, nicht würde ich auch noch gerne. Irgendwie sieht es nicht mehr so danach aus. Nee, nicht wirklich. Jetzt nach unten geht's jetzt hier. Mal schöne Dungeon hier, mal was mit Eis und so. Oh, ist ganz cool gemacht mit Eis. Ja, hier ist auch schon der Stein zum Rausporten. Ja, können wir es direkt mal machen. Danach die Hauptstory weitermachen. Jo, oder wir machen den kurzen kleinen Cut, verticken alles und machen beim nächsten Mal weiter. Ja, das würde ich eher vorschlagen. Ja, weil ich bin nämlich wieder fast voll. Ich habe noch ganz wenig Platz. Ich bin voll. Na gut, Leute, dann sehen wir uns wieder beim nächsten Mal. Dann geht es wieder weiter mit der Hauptstory zum Tyrael und dann schauen wir, was uns erwartet. Genau, Leute, also, ne, bis dahin. Jo, tschüss.